So, grüß Gott zusammen. Vielleicht können wir es auch so machen. Ich kann mich ja auch kurz fassen, das Wichtigste sagen und dann können die anderen Beiträge auch noch gesagt werden. Ich freue mich zunächst einmal, dass ich wieder hier sein kann, dass viele Menschen auf den Markt zusammengekommen sind in der Mitte der Stadt. Ich denke, das ist das Wesentliche, dass die Bürger Gesicht zeigen, dass sie aufstehen und sagen, wir wollen für unsere Rechte eintreten. Und wie der Vorredner gesagt hat, es geht hier um Unrecht, gegen das man aufsteht, um das Leid, das vielen Menschen zugefügt wird, vor allem den Schwächsten, und denen man hier Ausdruck verleiht. Gut, aber jetzt gibt es etwas Wichtiges. Nächste Woche soll eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet werden. Das ist wirklich ein Gesetz, das im Eilverfahren durchgedrückt wird und das hat auch einen verfassungsrechtlichen Hintergrund. Sie wissen, wir leben in einer Demokratie, da gibt es Gewaltenteilung und seit den Iden des März, haben sich die Regierungen angewöhnt, beinahe alle Grundrechte auf dem Verordnungswege oder mit Verwaltungsakten einzuschränken. Das ist, muss man wissen, das ist ausschließlich ein Handeln der Exekutive und das ist vom Gesetzgeber eigentlich nicht gedeckt gewesen. Verordnungen schauen aus wie Gesetze, sie sind allgemeingültige Regelungen, die landesweit erlassen werden, aber da müssen Sie wissen, die werden nicht vom Gesetzgeber erlassen, sondern von Ministerien und Verordnungen bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Dabei gibt es auch den Verfassungsrechtsgrundsatz, je tiefer, je schwerer und je allgemeiner in die Grundrechte eingegriffen wird, umso detaillierter und präziser muss die gesetzliche Grundlage sein, die sowas erlaubt. Und in den vergangenen Monaten haben die Gerichte das Handeln der Regierungen immer durchgehen lassen. Am Anfang mit der noch nachvollziehbaren Begründung, man weiß nicht genau, was da los ist, es könnte was Schlimmes passieren, man müsse schnell handeln und deswegen kann man nicht einen parlamentarischen Prozess in Gang setzen, wie er normalerweise üblich ist, wo zwischen den Parteien oder zwischen den Gewalten abgewägt wird, welche Maßnahmen getroffen werden dürfen, welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Nun ist es aber so, dass mehrere Monate ins Land gegangen sind. Wir haben auch einen vergleichsweise ruhigen Sommer erlebt mit wenig Infektionen. Viele haben sich schon gefreut, es hört bald auf. Und da wäre ja Zeit gewesen, dass sich der Gesetzgeber Gedanken macht, auf welche gesetzlichen Grundlagen er diese Eingriffe in die Grundrechte stützt. Wir erinnern uns ja, wir waren ja im Sommer auch nicht frei, wir hatten ja auch im Sommer Abstandsvorschriften, teilweise mussten im Sommer auch Masken getragen werden, dann gab es Risikogebiete, wo man nicht bei der Wiedereinreise bestimmte Regeln beachten musste, also man musste dann Tests vorlegen und so weiter und so weiter. Auch die Geschäfte waren nicht frei, die mussten immer bestimmte Regelungen einhalten und der Gesetzgeber hat sich nicht die Mühe gemacht, hier ein Gesetz zu schaffen. Es kommt noch ein zweites Problem dazu. Wir sind ja kein Einheitsstaat, sondern wir sind ein Bundesstaat. Das heißt, hier gibt es auch geteilte Zuständigkeiten. Es gibt den Bund und es gibt das Land. Und die Landesregierungen, in den Landesregierungen sind immer wieder Diskussionen gewesen, ob die Parlamente beteiligt werden sollen. Das ist nicht geschehen. Jetzt hat sich der Bundesgesetzgeber dem angenommen, weil viele Gerichte jetzt entschieden haben, dass diese gesamten Maßnahmen, Verordnungen, Bußgelder nicht mehr verhängt werden dürfen. Da gab es zum Beispiel ein Urteil, ich denke, das werden Sie kennen, wenn Sie in den sozialen Medien zugehört haben. Das war vom Amtsgericht Dortmund, da ging es um ein Bußgeld, da haben sich, glaube ich, 2 oder 3 Leute unter Missachtung der Corona-Bestimmungen getroffen.
wurden von der Polizei kontrolliert, ihnen wurde ein Bußgeld verhängt und die Leute haben Einspruch eingelegt und das Gericht hat dann die Bußgelder verworfen mit der Begründung, hier liegt keine gesetzliche Grundlage vor. Und diese Begründung sollte man durchlesen, also die ist so tief, so präzise, es könnte von einem Verfassungsgericht stammen. Wenn man diesem Amtsgericht Dortmund folgt, dann heißt das im Klartext, sämtliche Maßnahmen, sämtliche Bußgelder, sämtliche Einschränkungen seit März sind rechtswidrig gewesen. Weil das Amtsgericht Dortmund verweist hier auf das Grundgesetz. Demnach müssen eben gesetzliche Grundlagen geschaffen werden und einen Ausnahmezustand, der es erlauben würde, am Gesetzgeber vorbei, an der Legislative vorbei, ein Handeln der Exekutive so zu ermöglichen, dass eben flächendeckend landesweit Ausgangsbeschränkungen verhängt werden oder den Leuten Abstandsverbote auferlegt werden, Maskenpflicht auferlegt wird, sowas kennt unser Grundgesetz nicht. Also hier bedarf es einer gesetzlichen Grundlage. Und in diesen Tenor gehen auch andere Entscheidungen von Verwaltungsgerichten oder sogar von Verwaltungsgerichtshöfen, die in einem Art ob interdictum, also in einer Erläuterung reingeschrieben haben, dass ihnen die gesetzliche Grundlage nicht mehr ausreicht. Und das ist der Grund gewesen, warum jetzt im Eilverfahren doch eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden soll. Dazu soll ein Gesetz, ein umfangreiches Gesetzespaket, nächste Woche am 18. November erlassen werden. Ein Entwurf, den können Sie auch im Internet leicht finden, wenn Sie auf die Homepage vom Bundestag gehen. Dort ist dieser Entwurf vorgestellt und den können Sie sich durchaus mal durchlesen, obwohl er nicht einfach zu lesen und zu verstehen ist, weil dort werden nur die Gesetzesänderungen vorgestellt. Man muss also mindestens das Bundesinfektionsschutzgesetz muss man sich daneben legen, um zu verstehen, wo und an welcher Stelle dann Eingriffe erfolgen. Im Wesentlichen geht es dabei darum, dass alle Maßnahmen, die jetzt durchgeführt werden, dass die formal gesetzlich einmal erlaubt werden. Also da ist die Rede davon, dass eben bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, die im Einzelnen festzustellen ist, bestimmte Maßnahmen über den Verordnungsgeber, also über die einzelnen Ministerien, angeordnet werden können. Wenn man dann genau hinschaut, sieht man, dass es eine Art oder dass der wesentliche Kern dieses Gesetzes ein Ermächtigungsgesetz ist. Es soll also über diesen Weg sollen Ministerien bevollmächtigt werden, Verordnungen zu erlassen, die einzelne Einschränkungen vorsehen. Also diese Kritik, die von den Gerichten geäußert wurde, soll so begegnet werden, dass zumindest eine gesetzliche Grundlage da ist, wo drin steht, dass zum Beispiel eine Maskenpflicht angeordnet werden kann, wo drin steht, dass Kontaktbeschränkungen angeordnet werden können, wo drin steht, dass Betriebe geschlossen werden können und so weiter. Also das ist ein ganzer Maßnahmenkatalog und der steht jetzt so im Gesetz drin. Eine zweite Sache, dem sich der Gesetzgeber angenommen hat, es ist etwas ganz Neues. Es soll im wesentlichen Umfang soll eine elektronische Verarbeitung von Kontaktdaten möglich sein. Also anscheinend soll das RKI als eine Art Behörde aufgewertet werden, die alle Daten, Gesundheitsdaten, in so einer Situation zentral sammeln kann, elektronisch auswerten und damit umgehen kann. Also da wird dann tief in den Datenschutz eingegriffen.
Wie das im Einzelnen ist, muss man sehen, aber es geht so in Richtung chinesische Verhältnisse. Also es sollen in allergrößten Umfang sollen von Ärzten oder von anderen Beauftragten Daten gesammelt werden. Sogar der Bürger wird möglicherweise beteiligt, Daten herzugeben, Daten elektronisch zu melden, damit sozusagen in so einer Situation auf elektronischen Wege Grundrechte effektiver eingeschränkt werden können. Zum Beispiel geht es auch dahin, da sind so Regelungen enthalten, wenn jemand in ein Risikogebiet ausreist, dass er dann angeben muss, wo er überall hinfährt, also wo er überall in den letzten zehn Tagen hinfährt, und damit eine Kontaktnachverfolgung über diesen Weg dann schnell und effektiv nachvollzogen werden kann. Was auch neu ist, das ist eine Art indirekte Impfpflicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Das geht so, wenn in einer Notlage, wenn Risikogebiete definiert werden und jemand reist von so einem Risikogebiet in die Bundesrepublik Deutschland wieder ein, dann ist er verpflichtet, bestimmte Dokumente vorzulegen. Und ein Dokument ist eben ein sogenannter Impfausweis, in dem dokumentiert ist, dass er gegen diese Krankheit, die ursächlich für diese Epidemie sein soll, geimpft ist. Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist es nach diesem Gesetz nicht mehr möglich, aus einem Risikogebiet in die Bundesrepublik Deutschland wieder einzureisen, für den Fall, dass zum Beispiel diese Impfung gegen Corona dann nächstes Jahr durchgeführt werden kann, dann muss er zumindest nachweisen, dass er sich da hat impfen lassen, sonst wird er möglicherweise nicht mehr reingelassen. Die nächste Sache, die weit über das hinausgeht, was wir bisher haben. Es werden alle möglichen Ermächtigungen geschaffen in so einer Situation. Also man kann hier nicht mehr davon sprechen, dass Demokratie normal funktioniert, sondern das Verwaltungshandeln, also das Handeln der Exekutive, soll in so einer Situation komplett am Parlament vorbeigehen. Wir haben das bisher nur in einzelnen Bereichen, in anderen Bereichen sind immer noch Sperren da, Gesetzesvorbehalte. Diese werden aber über diese Änderungen vom Infektionsschutzgesetz ausgehebelt. Also in so einem Fall hat tatsächlich die Verwaltung komplette Durchgriffsrechte. Das geht dann am Parlament vorbei, da werden dann Verordnungen erlassen und dann ist es eben der Exekutive möglich, fast alle Grundrechte über dieses Gesetz legal auszuhebeln, also Versammlungen zu verbieten, einen totalen Lockdown zu machen, sofern das möglich ist. Die größte Schwäche von diesem Gesetz ist aber die Art und Weise, wie so eine Notlage dann festgestellt wird. Und hier ist der Gesetzgeber hergegangen und hat sich diese Inzidenzwerte, die wir im Moment kennen, also wenn innerhalb einer Woche 35 Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner festgestellt werden, beziehungsweise 50 Neuinfektionen bezogen auf eine Bevölkerung von 100.000, wenn die festgestellt werden, dann können diese Einschränkungen schon erlassen werden. Und wir wissen alle, diese Neuinfektionen beruhen in Wirklichkeit auf positive Tests. Und positive Tests stellen keine Infektion fest, werden aber als Infektion genommen. Und das ist deswegen eine sehr schwache Leistung vom Gesetzgeber, weil wir fragen uns ja die ganze Zeit, was ist denn die Gefahr? Auf welcher Gefahr beruhen diese, oder welche Gefahr legitimieren unseren Staat, so in die Grundrechte einzugreifen?
Wir fahren ja zum Beispiel Auto, wir betreiben Atomkraftwerke, wir fliegen. Es gibt Influenza-Krankheiten, also es gibt die alljährliche Grippewelle. Warum wird ausgerechnet jetzt beim Coronavirus, warum werden da die Grundrechte so stark eingeschränkt? Und das ist eigentlich oder liegt im Kernbereich des Gesetzgebers. Er muss sich da Gedanken machen, welche Gefahr muss vorliegen, damit sie die Einschränkung der Grundrechte rechtfertigen. Und genau zu dieser Kernfrage lesen Sie überhaupt nichts. Es steht da nur ganz schlicht in dem Gesetz, jeder Eingriff in die Grundrechte muss verhältnismäßig sein. Aber genau das wäre Aufgabe des Gesetzgebers gewesen, dass er mal die Gefahr definiert, die vorliegen muss, damit Grundrechte eingeschränkt werden dürfen. Und wenn ich dazu nur diese Inzidenzwerte finde von 35 Neuinfektionen beziehungsweise 50 Neuinfektionen, dann ist das willkürlich, weil es hängt ja von der Anzahl der Tests ab. Ja? Wenn ich viele Tests mache, dann habe ich ruckzuck 35 positive Tests, die als Neuinfektionen gewertet werden. Und sei es auch nur, dass es sich um falsch positive Tests handelt. Und dann können sofort wieder ganz massiv Grundrechte eingeschränkt werden. Und das heißt im Klartext, über dieses Gesetz kommt man aus dieser ganzen Sache überhaupt nicht mehr raus. Also wir haben dann einen permanenten Ausnahmezustand, weil wir in diesem Sommer oder in diesem Jahr erlebt haben, dass wir ganz schnell 35 Neuinfektionen haben, beziehungsweise 50 Neuinfektionen. Also das wird nie zu Ende gehen. Selbst wenn es einen Impfstoff gibt, man wird immer positive Tests haben und man kommt dann aus dieser Sache nicht raus. Und das Problem ist, diesen Automatismus, 35 Neuinfektionen, beziehungsweise 50 Neuinfektionen, das ist eine rein willkürliche Zahl. Also die hat überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage. Die hat man damals, hat man das aus dem Bauch raus gesagt, Grund soll sein, also die Nachverfolgung von Kontakten sollen die Gesundheitsbehörden nicht überfordern. Deswegen hat man zunächst einen Wert von 50 Neuinfektionen festgesetzt. Aber das ist doch keine Grundlage, auf der ich sagen kann, da liegt eine Gefahr vor, die die Einschränkung der Grundrechte rechtfertigt. Das ist ein vollkommen willkürlicher Wert. Die nächste große Schwäche von dem Gesetz ist, es definiert nicht die naturwissenschaftliche Grundlage. Es definiert nicht die naturwissenschaftliche Grundlage, die vorliegen muss, damit ich überhaupt von einer Gefahr sprechen kann. Und wenn man dann genau hinschaut in diesen Gesetzentwurf, dann werden Sie etwas Überraschendes feststellen. Bislang steht im Infektionsschutzgesetz drin, dass eine Infektion eigentlich von einem Arzt festgestellt werden muss. Nach dieser Neuregelung muss das kein Arzt mehr sein. Also das kann medizinisches Personal sein, das Veterinäre werden genannt, Zahnärzte. Im Grunde genommen reicht es dann aus, wenn irgendwo in einem Labor ein PCR-Test durchgeführt wird und dieser PCR-Test dann positiv ist und die Feststellung der Infektion geht dann am Arzt vorbei. Also da brauchen Sie dann keinen Arzt mehr, der eine Infektion feststellt, sondern das geht alles über diese Labore oder über die laufenden Testverfahren. Die melden dann positive Tests an das Robert-Koch-Institut und das ist dann die Grundlage, die dann Lockdowns rechtfertigt. Und dieser Punkt ist sehr heikel. Also gerade die
Anwälte die zielen jetzt immer mehr auf die Tatsache, dass der PCR-Test eigentlich keine Infektion feststellen kann. Das ist auch etwas, was medizinisch unbestritten ist. Eine Infektion muss nämlich einen vermehrungsfähigen Erreger nachweisen. Und das ist bei einem Virus gar nicht einmal so einfach. Also ein PCR-Test stellt ja nur bestimmte, sage ich einmal, genetische Bestandteile eines Virus fest oder möglichen Virus fest. Er sagt aber nicht aus, ob dieser Virus vermehrungsfähig ist. Und da sagen die Amtsärzte eigentlich, es gibt einen schönen Artikel im Hessischen Ärzteblatt, dazu muss der Virus angezüchtet werden und man muss dann feststellen, ob er vermehrungsfähig ist. Erst dann könne man von einem Erreger sprechen. Und wenn jetzt der Gesetzgeber hergeht und sich aus dieser oder die Gesundheitsämter und alle möglichen Behörden aus dieser Bredouille befreit, indem er sagt, ein PCR-Test genügt im Grunde, um Infektionen festzustellen, dann zeigt er schon, dass er die Schwachstelle seines Handelns erkannt hat und jetzt versucht, die Standards zu senken, um Lockdowns durchführen zu können. Aha! Eine weitere große Schwäche ist auch, dass im Gesetz nicht drinsteht, bis zu welcher Schwelle man Grundrechte und Menschenrechte einschränken darf. Das wäre auch eine Aufgabe gewesen vom Gesetzgeber, dass er da mal rote Linien einzieht. Weil wenn man jetzt hinschaut, da werden bestimmte Menschengruppen und vor allem sind es die Schwächsten, die werden am härtesten betroffen. Also ein Vorredner hat es angesprochen, es geht hier um die alten Leute, die monatelang isoliert werden, es geht um die Kinder, die stundenlang Masken aufhaben, es geht um behinderte Menschen, die auch in den Einrichtungen ständig Masken tragen, es geht um Berufsgruppen, die schwerst unter diesen Maßnahmen zu leiden haben, also Musiker sind angesprochen worden, der Kulturbereich ist angesprochen worden, aber auch der Sportbereich ist angesprochen worden, da werden einfach Betriebe geschlossen. Und die Frage ist dann, geht das überhaupt? Also es ist klar, Grundrechtseinschränkungen kann man machen, die sind in einer Demokratie normal, aber das ist nur bis zu einer bestimmten Grenze möglich. Und diese Grenze definiert die Menschenwürde. Also jedes Grundrecht hat einen Wesenskern, der nicht angetastet werden darf. Das sind die Lehren, die wir aus der Zeit des Dritten Reiches kennen. Und das wäre auch wichtigste Aufgabe vom Gesetzgeber gewesen, dass er sich hier mal Gedanken macht, wie er widerstreitende Interessen ausgleicht. Ja, wir kennen das alle aus der Zeit des März. Da sind zum Beispiel Kirchen geschlossen gewesen. Man konnte nicht Ostern feiern in einer Kirche. Baumärkte blieben aber offen. Und das zeigt eine gewisse Willkürlichkeit. Oder in Bayern ist es so gewesen, dass vorgestern war es, glaube ich, hat ein Gericht, der VGH hat entschieden, dass Fitnessstudios geöffnet werden dürfen. Es hat nicht gesehen, warum Fitnessstudios im Vergleich zu anderen Sportarten das Infektionsrisiko mehr befördern. Dann ist der Verordnungsgeber hergegangen in Bayern und hat nach einem Tag später hat er den kompletten Sport in der Halle hat er verboten. Und da stellt sich die Frage, ob hier nicht über den Wesenskern oder ob hier nicht Grundrechte zu stark eingeschränkt werden, also ob hier der Wesenskern noch geachtet wird. Hier ist der Gesetzgeber auch wäre verpflichtet gewesen, sich mal Gedanken zu machen, was Kern der Menschenwürde ist, also was unser Menschsein ausmacht. Und da ist es eben so, genauso wichtig wie Gerichte sind, wie Parlamente sind,
Genauso ist Kultur auch wichtig für uns Menschen. Sport ist wichtig für uns Menschen. Ja? Saunen sind wichtig für uns Menschen. Schwimmbäder sind wichtig für uns Menschen. Und gerade für ältere Menschen, die auf ihre Gesundheit achten müssen, ist es von überragender Bedeutung, dass solche Einrichtungen geöffnet werden. Und die sind jetzt einfach geschlossen worden. Und wenn man da dieses Handeln mal zusammenfasst, muss man sagen, die wirtschaftlichen Beziehungen, die sollen einen Vorrang haben gegenüber menschlichen Beziehungen. Also, dass der Mensch arbeitet, dass er seine Steuern zahlt, das ist geschützt. Aber dass er lebt, dass er Feste feiert, dass er seine Freunde trifft, dass er seine Familien trifft, das soll nicht geschützt sein. Und da sage ich, hier wird der Wesenskern, was unsere Menschenwürde ausmacht, total verkannt. Ja, auch was private Familienfeiern angeht, die sind noch von enormer Bedeutung. Eine Freundin hat mich vor kurzem angerufen und hat gesagt, ihre Schwiegereltern feiern eiserne Hochzeit. Ja, überlegen Sie mal, was das bedeutet. Eiserne Hochzeit. Und da würden Sie doch gern Ihre Freunde und Familienangehörigen einladen. Das ist Anlass für ein großes Fest, was Sie sich über viele Jahre in Treue verdient haben. Man lebt nur einmal. Und das ist verboten nach diesen neuen Verordnungen. Aber dass man einkaufen gehen kann, dass man zur Arbeit gehen kann, das ist nicht verboten. Und da sehen Sie, hier ist der Gesetzgeber wieder gefordert, dass er ganz klar sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und es gibt hier einen Wesenskern, unter dem nicht eingegriffen werden darf. Oder wenn man sich überlegt, ich habe vor kurzem einen Auftrag bekommen von einem Sohn, ich soll für ihn einklagen, dass er seinen Vater, der dement ist im Altersheim, ungestört besuchen kann. Also bei uns in Bayern ist es so, da kannst du deine Angehörigen in einem Altenheim kannst du nicht normal besuchen, sondern da bist du in einem Raum, da ist normalerweise eine Plexiglasscheibe dazwischen, zwischen den Angehörigen und es ist immer eine Person dabei, die aufpasst, dass du deinen Vater oder deine Mutter nicht berührst. Aber selbstverständlich, ein Friseur oder ein Arzt oder ein Rechtsanwalt, der dürfte diese Person ungestört besuchen. Da sehen Sie, die Beziehungen der Liebe sind weniger wert offensichtlich als die Beziehungen des Geldes. Und das kann nicht sein. Das sind die Verhältnisse, wie sie das Grundgesetz mit unserem ersten Satz unseres ersten Artikels definiert, vollkommen auf den Kopf gestellt. Aha! Weil der Mensch hat seinen Eigenwert, er ist kein Objekt, er ist nicht dazu da, um zu arbeiten und Steuern zu zahlen, sondern der Mensch oder die Würde, das ist wirklich der Höchstwert unserer Verfassung und natürlich müssen da gewisse Gefahren auch in Kauf genommen werden. Und auch hier, oder das wäre eine Aufgabe des Gesetzgebers gewesen, dass er sich da mal Gedanken macht, natürlich, jedes Leben bringt Gefahren mit sich. Das ist ganz einfach so, weil wir Menschen sind, weil wir in einer Kausalitätskette stehen. Irgendwo gibt es immer Gefahren. Das ist bei allen Dingen so. Bin ich Arzt? Mir kann ein Fehler passieren, dann kann ein schlimmes Unglück passieren. Bin ich Rechtsanwalt, ich kann einen Fehler machen, dann kann auch ein Unglück passieren. Das ist bei allen Dingen so. Wenn wir im Straßenverkehr Auto fahren, dann stellen wir eine Gefahr dar für andere. Das ist so.
Nur das muss hingenommen werden, weil wir Menschen sind und weil die Freiheit für unser Menschsein von überragender Bedeutung ist, wo wir uns verwirklichen, wo wir das Recht haben, Fehler zu machen. Und eine gewisse Grundgefahr geht halt immer aus. Und da muss eben der Gesetzgeber auch einmal ein klares Wort sprechen, dass in dieser Situation, wo wir von Pandemie sprechen, es Gefahren gibt, die mit unserem Menschsein unmittelbar verbunden sind. Wir können nichts dafür, dass wir Viren aufnehmen und Viren verbreiten. Und wenn ich da so grundsätzlich hergehe und sage, eine Infektionskette müsse unterbrochen werden, dann stelle ich letztlich unser ganzes menschliches Zusammenleben in Frage. Und es kann nicht sein. Da muss man auch einmal hergehen und muss sagen, wir sind nicht der liebe Gott, sondern das ist jemand anderes. Wir sind nicht die Natur. Die Natur ist etwas anderes. Wir sind als Menschen in diese Situation hineingestellt. Und wenn es eben so ist, dass wir Viren aufnehmen, Viren verbreiten, dann gehört das mit unserem Menschsein zusammen. Also da sind dann auch Gefahren oder gehen dann auch Gefahren einher, die jeder auszuhalten hat. Das ist bei anderen Dingen auch so. Wenn Sie zum Beispiel schauen, jeder Mensch hat andere politische Ansichten oder hat andere religiöse Vorstellungen oder hat irgendwelche bestimmte Ausbildungen. Auch das bringt Gefahren mit sich möglicherweise, ja? Und diese Gefahren müssen wir alle in Kauf nehmen. Da sagen wir auch, es gibt Religionsfreiheit. Jeder darf glauben, was er will. Auch wenn der andere denkt, es ist vielleicht nicht so gut. Oder jeder darf eine politische Einstellung haben, die er will, auch wenn man denkt, das ist vielleicht gefährlich. Aber ein Grundsubstrat, das muss man jedem Menschen zugestehen. Und dann muss man eben die Gefahren, die daraus möglicherweise hervorgehen, die muss man hinnehmen, weil wir Menschen sind. Und eine Lösung für diese Fragen finden Sie in diesem Gesetzentwurf nicht. Das wäre Aufgabe eben des Gesetzgebers gewesen, auch dass er mal vergleicht, wie ist zum Beispiel diese sogenannte Pandemie, die wir jetzt haben, im Vergleich zu den Influenzaerkrankungen. Wie ist überhaupt Pandemie definiert? Weil wenn man sich überlegt, jedes Jahr haben wir eine Pandemie, weil diese Influenzaerkrankungen ja über die ganze Welt gehen. Also da muss man auch einmal Vergleiche ziehen und da muss man, hätte der Gesetzgeber auch sagen müssen, erst ab einem bestimmten Punkt dürfen solche Eingriffe vorgenommen werden. Und da muss er sich dann halt auch einmal die naturwissenschaftlichen Grundlagen hernehmen, die vorhanden sind, und kritisch überprüfen. Aber dazu gibt es nichts. Sie werden in der Gesetzesbegründung werden Sie nur pauschale Hinweise auf angebliche Studien finden, die aber im Einzelnen nicht einmal benannt sind. Also man kann nicht einmal aus dem Gesetzentwurf nehmen, was jetzt die wissenschaftliche Grundlage war, die jetzt dem Gesetzgeber genügt hat, um solche Maßnahmen ins Gesetz reinzuschreiben. Sie werden auch keine Evaluierung finden von den Maßnahmen. Es ist ja die Frage, was nützen die Maßnahmen überhaupt? Ja, wir haben im ganzen Sommer über Social Distancing betrieben, wir haben aufgepasst, trotzdem sind die Zahlen gestiegen, überall in der ganzen Welt. Und wenn man eine Auswertung macht von Lockdown-Maßnahmen weltweit bei den Ländern, die Länder haben ja unterschiedlich Lockdown-Maßnahmen durchgeführt, dann werden Sie feststellen, Lockdown-Maßnahmen haben in keinem Land irgendeinen Einfluss gehabt auf den Krankenstand oder auf die Mortalität, sondern das lief alles nach einer Gesetzmäßigkeit ab, die
von naturwissenschaftlicher Seite, das geben die Naturwissenschaftler auch offen zu, bis heute nicht verstanden ist. Nur, bevor man Social Distancing-Maßnahmen in ein Gesetz schreibt, muss man sie evaluieren. Also ich muss zumindest wissen, dass diese Maßnahmen geeignet sind, ein Infektionsgeschehen zu unterbinden. Und auch um diese Frage hat sich der Gesetzgeber rumgedrückt. Ich gehe nun davon aus, dass dieses Gesetz trotzdem nächste Woche beschlossen wird. Die werden sich von unserem Protest nicht beeindrucken lassen. Ich bin aber guter Hoffnung, dass gute Juristen, vor allem gute Verfassungsjuristen, das ans Verfassungsgericht bringen und das Verfassungsgericht sich das sehr gründlich anschauen wird. Vorparlamentarisch oder vor dieser Entscheidung ist das auch heftig kritisiert worden von vielen guten Verfassungsjuristen, die auf die Schwachstellen schon deutlich hingewiesen haben. Jetzt muss man einfach mal sehen, was passiert. Wichtig finde ich es aber, dass man den Demonstrationsdruck hochhält. Ich weiß, das ist anstrengend, aber es ist notwendig, weil eben nur über den Demonstrationsdruck auch Aufmerksamkeit erregt wird oder diese Maßnahmen alle in Frage gestellt werden. Und deshalb bitte ich Sie einfach, machen Sie weiter, behalten wir ruhigen Kopf und lesen wir uns diese Sachen durch, die kommen, nehmen wir diese Schwachpunkte auf und tragen wir sie in die Bevölkerung hinein. Sie werden sehen, die Menschen werden das schon sehr genau wahrnehmen. Viele spüren schon, es ist keine normale Sache, die jetzt im Moment passiert. Im Grunde genommen steuern wir fast chinesischen Verhältnissen entgegen, die über solche Social Distancing-Maßnahmen die ganze Bevölkerung kontrollieren. Aber die Menschen spüren, dass das nicht in Ordnung ist, dass das vor allem auch sie als Mensch in Frage stellt. Und bauen wir Brücken. Bauen wir Brücken zu diesen Menschen, indem wir demonstrieren, indem wir zu ihnen sprechen. Und ich bin mir sicher, das geht gut aus. Also am Ende wird es wahrscheinlich so sein. Da gehen die Leute dann einfach auf die Straße in Massen und sagen, jetzt ist Schluss mit der Pandemie, jetzt ist Schluss mit Abstand, jetzt ist Schluss mit Maske. Und sie werden sehen, nichts passiert und dann ist die Pandemie zu Ende. Die politisch Verantwortlichen werden aus dieser Sache nicht mehr rausfinden. Ihr Problem ist, sie sind mit einer politischen Lüge eingestiegen. Sie haben positive Tests als Infektionen verkauft, Infektionen als schreckliche Krankheiten dargestellt und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Und jetzt haben sie halt das Problem, die positiven Tests gehen nicht weg. Und die werden auch nicht weggehen. Die werden auch nicht weggehen, wenn es eine Impfung gibt. Und deswegen kommen die aus dieser Sache nur raus, wenn sie die Wahrheit sagen. Man muss den Leuten sagen, bleibt cool, positiver Test ist keine Infektion, kein Drama. Das muss man erst einmal gucken. Die meisten Menschen werden ja auch nicht einmal krank, haben keine Symptome. Ja, selbst sogenannte Risikopersonen, also Menschen, die schwer krank sind, das heißt nicht unbedingt, wenn die Corona haben, also Corona-positiv sind, dass sie daran erkranken. Man findet immer mehr Fälle in Krankenhäusern, also das sind schwerkranke Leute, die haben dauerhaft Krebs, sind schwer anfällig auch für Infektionskrankheiten. Die werden wochenlang oder manchmal monatelang positiv auf Corona getestet, haben aber null Symptome. Also diesen Automatismus gibt es nicht. Und deswegen braucht man sich eigentlich nicht fürchten.
Das wäre jetzt Aufgabe der Politik, den Menschen daraus zu helfen. Es wäre Aufgabe der Medien, daraus zu helfen aus der Angst. Und weil sie es nicht machen oder weil sie es nicht gut machen, ist es halt jetzt Aufgabe von uns, den Menschen aus dieser Angst rauszuhelfen. Darum geht's. Das ist jetzt unser Job. Wir klären die auf, gesundheitlich, und nehmen den Menschen die Angst. Wir zeigen ihnen, dass dieser ganze Unsinn mit Masken tragen, Social Distancing, Isolieren von Leuten überhaupt nichts bringt. Schlecht für die Gesundheit ist und unser Allgemeinwesen zutiefst beschädigt. Und dann werden die Menschen das selber beenden. So wird es sein. Lassen Sie sich in dem, was Sie tun, nicht entmutigen. Das ist der schmale Weg, der steinige Weg, aber der führt zum Ziel. Sie werden sehen. Und am Ende, wir werden zusammenkommen, wir werden ein großes Fest feiern, ganz sicher. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns vielleicht in Berlin nächste Woche. Oder bei der ein oder anderen Gelegenheit. Vielen Dank. Ihr habt dieses Land gespalten zwischen links, rechts.